In diesem Workshop geht es mir darum, einmal diese Salatschüssel mit einem Hintergrund zu versehen. Dabei gilt es zu beachten, dass wir hier beim Glas natürlich die Hintergrundfarbe hindurchscheinen lassen möchten. Wie das geht im Detail in diesem Workshop. Das Endresultat schaut dann wie folgt aus. Ich habe hier eine Hintergrundfarbe. Ich werde mal die von mir erstellte Ebenenmaske aktivieren. Sie sehen jetzt, das Blau schimmert hindurch, aber es sieht ein bisschen unecht aus. Aus diesem Grund habe ich noch einen Schatten konstruiert, um dann dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dimension zu geben. Also wie kann ich eine solche Salatschüssel Glas exakt freistellen, eine Ebenenmaske machen, mit einer Transparenz hier. Sie sehen hier die Graustufe und natürlich muss ich den Salat hier ausschließen, damit das dann in echt auch wirklich so ausschaut, dass dieser Hintergrund durch das Glas hindurch scheint. Gar nicht mal so schwer. Schauen Sie sich den Workshop an und viel Vergnügen beim Nachbauen.